Der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir das Video anschaust. Wie du sehen kannst, geht es diesmal wieder um ein Unboxing. Und zwar habe ich etwas ganz Besonderes heute durch UPS bekommen und das werden wir jetzt mal zusammen aufmachen. Worum es hier heute geht. Tada! So, GoPro Hero 9. Okay. Es gibt dazu eine Speicherkarte, eine kleine 32 GB Speicherkarte. Lieferschein. Oh, der hässliche Karton kann dann auch zur Seite. Okay, dann lasst uns mal schauen, was wir hier haben, was wir hier Feines haben. Einmal nochmal in Plastik eingehüllt. Jetzt dann die Verpackung. Der GoPro Hero 9 Black. Sehr schön. Gut, mal gucken, wie das aufgeht. Machen wir das mal hier. Genau, das kann man da dann lösen. Okay. Und da haben wir das gute Stück dann. Und zwar ist das ein wunderschönes kleines Softcase, wie ihr sehen könnt. So in die Kamera mit Reißverschluss. Das ist auch eine Neuerung, soweit ich weiß, bei GoPro, dass die Kameras in so einem Softcase ausgeliefert werden. Wäre dann auch neu. Okay, mach das mal auf. Und da haben wir sie. Ja, das ist natürlich das Interessanteste in dem ganzen Set. Die Kamera. Die neue GoPro Hero 9. Ich werde das mal wieder ein bisschen zusammen machen und hier hinstellen. Okay. Und hier ist dann die Hero 9. Recht schwer, liegt eigentlich aber trotzdem sehr gut in der Hand, muss man sagen. Und ja, sehr viel Folie drumherum. Die werden wir gleich mal aufmachen. Machen wir das Messer nochmal. Okay. Oder geht das auch anders? Ja, das geht auch anders ohne Messer. Einfach mit so einem kleinen Strip. Folie. Dann hinten für den Bildschirm die Folie. Dann haben wir für den vorderen Bildschirm, wir haben jetzt erstmalig bei einer GoPro Hero zwei Bildschirme, vorne und hinten in Farbe. Das ist auch ab. Und natürlich für das Objektiv. Sehr schön. Ja. Sie soweit da. Hier unten haben wir bei den neueren GoPros die Vorrichtung für das Mount. Ist integriert in das Gehäuse, was natürlich sehr praktisch ist. So kann man sie dann gleich auf die entsprechenden GoPro Mounts draufsetzen. Okay, Klapper. Super. Ich mache sie dann gleich mal an. Wir wollen schauen, was wir hier noch in dem Paket finden können. Da ist dann einmal das USB-C-Ladekabel. Und dann haben wir den neu entwickelten Akku mit längerer Laufzeit. Ist auch etwas größer als früher und schwerer. Sehr schön. Stellen wir mal da hin. Und wie gewohnt die GoPro Hero-Klemmen
wie man sie kennt. Davon habe ich jetzt schon einige. Auch mit der Osmo Action habe ich natürlich sehr oft die benutzt, weil es ist dasselbe System. Eine kleine Schale für Oberflächen mit Haftvorrichtung. Wenn man das absieht, kann man das da drauf kleben. Dann hält das eigentlich auch recht gut. Gut. Dann müsste das da eigentlich auch drauf passen. Und natürlich die passende Schraube dazu, dass man das Ganze befestigen kann. Also die Beinchen runter, aufgesetzt auf den Mount. Und dann der Schraube da rein. So. Und schon ist das Ganze arretiert und fertig für den Einsatz. Okay. Ja, ansonsten haben wir in dieser Verpackung nichts weiter. Ein so ein Eierkarton, so eine kleine Formschale. Können wir eigentlich auch wegtun. Und dann haben wir hier natürlich noch eine kleine, das ist nicht wirklich eine Anleitung. Das ist halt so Haftungsausschluss und so weiter. Und für den neuen Service von GoPro mit dem Cloud-Service und so weiter. Ich brauche das eigentlich nicht. Man hätte die Kamera dadurch sogar noch etwas günstiger kriegen können, wenn man da ein Jahresabo abgeschlossen hätte. Nur das liegt mir nicht so sehr und ich denke, dann habe ich gleich den vollen Preis bezahlt und dafür habe ich dann auch meine Ruhe. Hier ist eine kleine Kurzanleitung noch dabei und ein paar Aufkleber, wie man das von GoPro halt gewöhnt ist. Ja. Da steht dann auch noch mal, wie man so aufladen kann, dass man sich die App runterladen soll auf seinem Smartphone und wie die Batterie reinzulegen ist. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Nehmen wir die neue Tasche mal beiseite. Eigentlich ist sie nicht verkehrt, da dürfte einiges reinpassen. Das dann halt auch, das habe ich ganz vergessen, den Eisbären anzumachen. Nochmal nachholen, der dreht sich nämlich. Stellen wir die Tasche mal hier rüber. Ja, und dann, um das reinzulegen, muss ich noch nicht mal den Mount unten öffnen, weil das geht von hier. Tja, das ist der Vorführeffekt jetzt hier. Wie funktioniert das? Muss ich doch mal meine Brille wieder aufsetzen? Sonst sind wir ja blind. Ah ja doch, das geht unten. Unten. Und zur Seite. Ja. Wie ich das verstehe. Genau, geht ein bisschen schwer. Nach unten und zur Seite, dann öffnet sich das Ganze hier. Sehr schön. Und dann kann ich den Akku hineinsetzen. In der richtigen Polung. So, dann mache ich das wieder zu. Ein bisschen ziehen und dann ist das dicht. Das hat sie auch schon einmal kurz geblinkt, einmal kurz aufgeflasht. Ja, dann will ich sie mal anschalten. Die schöne neue GoPro. Piep, piep, piep. Fährt sie hoch. Ja, da sieht man auch schon. Sehr schön. GoPro meldet sich. Das Tolle ist ja, dass tatsächlich vorne der Bildschirm aktiv ist und gleichzeitig hinten, was ich bei der Osmo Action zum Beispiel nicht habe. Da muss ich dann die Bildschirme immer umschalten, was natürlich gerade beim Vloggen ein bisschen hinderlich auch ist. Und hier sind die tatsächlich beide gleichzeitig aktiviert. Was natürlich eine echt schöne Neuerung ist von GoPro an dieser Stelle. Gut, dann kann ich hier die Sprache auswählen. Deutsch natürlich. Dem GoPro-Vertrag natürlich auch zustimmen. GPS kann man machen, erfasst den Aufnahmeort der Videos und der Fotos. Ich lasse es jetzt erstmal nochmal aus. Ja, dann soll man die GoPro-App auf
dem Smartphone installieren, um die Einrichtung abzuschließen. Das werde ich dann gleich noch machen. Mal gucken, ob ich das dann noch separat filme. Aber ansonsten sieht das schon mal richtig schön aus. Ja, ich habe mich für die neue GoPro Hero Black 9 entschieden, weil mich die Rahmendaten doch sehr überzeugt haben von dieser Kamera. Und zwar heißt da wären erstmal natürlich zu nennen die Aufnahme in 5K, also in voller 5K Auflösung mit 30 Frames per Second, nicht nur 24 Frames, wie manche dachten. Nein, volle 30 Frames per Second in 5K. Das ist schon ein sehr großer Schritt nach vorne für die Kameratechnik. Und dann natürlich der verbesserte Anti-Verwacklungsmechanismus, die Bildstabilisierung in der neuen GoPro. Die interessiert mich auch sehr. Und was hatten wir denn sonst noch? Ja, dass sich das Ganze auch am Horizont ausrichten lässt. Automatisch richtet sie sich am Horizont aus. Das werde ich auch noch einen Test unterziehen. Ich werde sowieso noch einige weitere Videos machen mit der neuen GoPro Hero 9, um dann direkt zu vergleichen. Ich werde sicherlich auch ein Vergleichsvideo machen mit meiner Osmo Action und mit der Osmo Pocket, dass man sehen kann, wo die Vorteile der einzelnen Kameras liegen und wie die neue Hero dabei abschneidet. Also ich werde mich noch eingehend mit der Kamera beschäftigen in der nächsten Zeit. Vielleicht nehme ich sie sogar auch mal mit auf eine Show, auf eine Comic-Con, um da ein bisschen zu testen mit der neuen GoPro. Und ja, dann bin ich schon sehr gespannt darauf, wie sich das schöne Gerät dann im Alltagseinsatz hier so bewährt. Okay, dann möchte ich euch erstmal danken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Ja, und sonst, dann mache ich dann auch bald mein nächstes Video, ist schon in Arbeit. Ja, und ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt, habt Spaß, unternehmt was mit Freunden und eurer Familie. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. What I've got.